Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Conquer the World. Ja, und das ist jetzt Staffel 3 müsste es sein. Da ich meine Saves verloren habe, tut mir leid. Und ja, aber das ist jetzt ja gut so, dass wir ein neues Reich auswählen können. Weil die Japaner, die waren so überlegen schon. Wir hätten die ganze Karte eigentlich einnehmen können und jetzt wollen wir auf Ding spielen. Auf sehr schwer. Will easy habe ich glaube ich eingestellt. Das ist sehr einfach. Ist viel zu leicht natürlich, aber das wollte ich auch nur schauen, weil eben viele Reiche haben einfach zu viel von den Gegnern, also zu viele Einheiten und so. Da wollte ich lieber auf easy spielen, aber jetzt spiele ich mal auf hard und so weiter. Jo, und ich möchte euch kurz noch ein paar der Reiche zeigen. Polen ist noch gut. Ja, zum Beispiel Spanien wäre eine gute Alternative, aber eben die sind zu mächtig. Haben schon zu viele Kolonien. Die Timuriten wären sehr interessant. Mag ich aber persönlich nicht so. Was haben sie gute? Berittene Bogenschützen und Fernkampfeinheiten. Abgesetzte Lanzenreize nicht so stark. Schauen wir mal bei den Mongolen, aber zuerst kommt hier das Fürstentum Antiochia. Die haben... Das sind leider alles Söldner hier unten. Haben die nur so wenig Einheiten oder kommen die anderen Einheiten noch über? Ein Basilisk. Sehr starke Kanone mit großer Reichweite, Schadenswirkung und Genauigkeit. Vernichtend gegen Verteidigungen und Einheiten. Kann Feste oder Explosionsgeschosse feuern. Kann Kartätsche abfeuern. Kartätsche sind das nicht an die Einheitenkugeln, also so. Sind das nicht die Kettenkugeln? Das kommt mir irgendwie vom Wikinger-Setting. Oder eher von dem Piraten-Setting ein bisschen bekannt vor. Ja, die Mongolen, die haben mehr Einheiten. Die haben zum Beispiel Assassinen. Sehr gute Einheiten. Vor allem schnelle. Und sie können sich überall verstecken. Und sonst ein Nafa tun. Abtrünnige Ritter. Aha, die haben Christen, die die Seiten gewechselt haben. Gute Ausdauer. Ja. Die haben dafür sehr, sehr gute Fernkämpfe mit 27 Schaden. Es kann sein, dass die weniger gute Berittene haben. Das sind ganz normal, gleich. Die gleichen, meine ich. Ah, die haben die Kahngarde, was die nicht haben, oder? Doch, die haben auch die Kahngarde. Ich weiß nicht, ob ich die Mongolen nehmen soll, die sind so cool. Die Mamelucken. Die haben jetzt weniger gute Einheiten. Ja, mit was? Ah, die haben auch Bogen. Nee. Das ist Spanien 2. Ich will noch kurz Ding schauen.
Ja, Preußen vor allem mal. Ich meine Türkei, also Osmanisches Reich. Und die Mauren. Venedig. Kiewerus. Ja, die Apachen sind nicht drin, glaube ich. Und die Dinger auch nicht, Azteken. Litauen möchte ich noch. Und dann Byzantisches Reich, sehr wichtig. Und Portugal. So, schauen wir hier mal. Hier haben wir die Preußen. Die Preußen haben natürlich sehr gute Ritter. Abgesehen von der Ritterbruder mit 24 Angriff, Verteidigung 25 plus Trefferpunkte 2. Ja, Ritterbrüder sind aber nicht ganz so stark. Sie sind eher zäh. Die haben die Langachskriege, die sind sehr stark. Bartichenkämpfer sind nicht ganz so stark. Dvor-Kavallerie, Kosaken. Das Osmanische Reich hat Shibashi. Okay. Ja, die haben eher wieder leichte Truppen. Können wir ein anderes Mal nehmen. Dann die Litauen. Haben eigentlich relativ gleiche wie die Kiewerus und so. Ja, halt auch Assassinen. Die sind normal. Granada, Ambros Kavallerie. Und Granada Ritter. Fernkämpfe 29. Ah, Speer. Wurfspeer. Mhm. Auch interessant. Was haben die denn für Bogenschützen? Die haben 24, 22, 36, 33. Ja, die haben halt Speerwerfer. Ja, die Auswahl ist sehr schwer. Ah, Wachbogenschützen. Ausgezeichnete Kampfkraft, sehr gute Ausdauer, schnelle Fortbewegung. Kataphrakte. Ah, oh, ich liebte diese in Rome Total War, die Kataphrakte. Sind leider nicht mehr ganz so gut. Latinkon. Die Verägergarde, oh, ich glaube, ich nehme diese. Das Byzantische Reich, okay. Mal schauen. Weil die sind sehr offensiv, das mag ich. Haben zwar nicht so gute Position, aber... die Stratidioten, fast Stratioten. Ja, die sind jetzt halt nur mittelmäßig. Oder ja, schon fast gut, aber... Ah, die haben venezianische Karokia. Was ist das? Das ist Vanedi.
inspirieren, aber das ist nicht so wichtig. Schauen wir nochmals hier. Portugal. Ja, leider auch nicht so gute Truppen. Die haben gute Hakenbüchsenschützen. Ah, Ritter von Santiago, aber die sind auch nur nicht, halt nicht Elite. Schauen wir mal, Byzantisches Reich bei den Ding Reitern. Eben Kataphrakte. Und ja, Kataphrakte sind schon die wichtigsten. Die sind sehr wichtig. Phylax, Pikaniere. Ich hoffe, die sind noch genug stark später. Da könnte man mal vergleichen. Infanterie haben sie gute. Also die Veregarden, die nehmen wir sehr oft. Die sind wichtig. Aber wieso haben die hier eine Einhand-Axt, wenn sie Zweihand-Axtkämpfer sind? Komisch. Wachbogenschützen sind auch recht gut. Okay, dann 120, 80. Die Anzahl ist eigentlich auch normal. Haben wir hier eine Speereinheit. Ja, die sind schwach. Hat ein Volk irgendwelche Speereinheiten, wo man vergleichen kann? Die haben zum Beispiel... Oh, die haben Janitscharen-Infanterie, die sind sehr gut. Hier. Die haben alles 20 Angriff und unsere nicht. Schade. Die haben 25. Die sind ja mega gut. Aber die haben Kriegshämmer. Ah, das ist ein Kriegshammer, das ist gar kein Speer. Okay. Ja, die sind natürlich auch sehr gut. Ich mag irgendwie die Byzantier. Mal überlegen. Einzelspieler groß. Ich werde noch den Sound ein bisschen leiser machen. Was an mir macht der Sound ein bisschen weh. So, also nur die Musik. Und jetzt große Kampagne. Mal überlegen. Wo sind sie? Das Wappen sehe ich jetzt gerade nicht da. Ja. Es mangelt an Schießpulver, das brauchen wir so, setzen wir sowieso. Also ich persönlich setze es nie ein. Ja. Das Problem ist einfach, die haben... Die Städte sind, glaube ich, russisch eher. Ich mag natürlich die Mongolen lieber, die haben Wüstenstädte, glaube ich. So wie ich das gesehen habe in der vorherigen Kampagne, also im vorherigen Spiel. Und die hätte ich lieber, aber naja, müssen wir umgehen, sonst können wir auch die Mongolen nehmen. Aber ich habe einfach das Gefühl, die werden nicht lange aushalten. Also wie sagt man? Wenn viel, also wir machen ja sehr schwer jetzt. Wenn wir fortgeschritten sind, dann merkt man es an den Truppen, dass sie halt nicht mehr so viel reißen können, und Bogenschützen sind dann nicht mehr so wichtig am Schluss. Wenn alles so super gepanzert ist und so, dann sind eigentlich Bogenschützen recht schwach.
Die können wir mal in einem Livestream mal ein bisschen anzocken oder sonst irgendwas. Ich kann auch andere Reiche noch anzocken. Und wir nehmen das Byzantinische Reich. Das hat eine schwere Anfangsposition, aber ist dann eigentlich auf der ganzen Welt gut, also von überall kann man ein bisschen erobern und so. Und sie haben Zugriff aufs Meer, also könnte man eigentlich auch zum Beispiel Südamerika angreifen. Die Schlachtschwierigkeit lasse ich auf leicht, weil ich bin nicht gut in einer Schlacht, vor allem weil die Wegfindung zu Problemen macht, möchte ich das gern aushaben. Beraterstufe auch ausschalten. Die mache ich an und Seebootzüge müssen wir nicht schauen. Okay, dann nehmen wir das Byzantinische Reich. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie violett ist wie im Hauptspiel. Das mag ich gar nicht. Ich will eine coole Farbe haben. Und ich kenne überhaupt nicht Ding Antiochia. Also nicht Antioch. Byzantinische Reich kenne ich überhaupt nicht und mal schauen, ist das so komplett neu. Ich habe wirklich auch Medieval 1 nie Byzant genommen. Ja, sie sind rosa. Okay, das Rosa Reich erobert die Welt. Pussy Mode. Aber das sollte eigentlich nicht so blöd sein. Ich weiß nicht, früher, ich glaube, die haben das Rosa noch von den Oströmern geerbt. Ja, sie sind orthodox, haben wahrscheinlich, die haben noch recht schöne Städte. Ich hoffe, die Großen sind dann auch immer noch so schön. Und die Musik ist gerade sehr schön. Ja, ich habe irgendwie noch eingestellt, dass, also zum Beispiel hier haben wir wieder Minus. Ja, bin nicht richtig angezeigt. Ich habe einfach auf eine unendlich gemacht und ich habe die Rebellenarmeen ein bisschen häufiger gemacht. Ich weiß nicht, wie häufig die sind. Ich habe sie von irgendwie fast 900 oder mehr als 900 circa auf 20 gemacht oder so. Ich weiß nicht, was das für eine Einstellung hat, was für einen, eine Änderung hat, aber ja, es stand einfach, je kleiner der Wert ist, desto mehr Rebellentruppen erscheinen auf der Karte. Und ja, ich will die einfach benutzen, um die Generäle zu leveln. Und ja, sonst müssen wir halt mit den anderen Krieg machen und schauen, dass sie sehr viel Geld bekommen oder so viele Einheiten gründen und so weiter. Jo, also, dann werden wir hier mal schauen. In Athen hat es Bevölkerungswachstum minus. Ich muss da aber hochstellen. Minus 3. Stelle. Das sieht aus wie ein Langhaus, also so ein Ratshaus. Ratshaus. Okay, sieht ähnlich aus. Gut, dann haben wir hier Kataphrakte, Dromone. Okay, exklusiv für unser Reich. Okay, Kriegsgaleere. Haben viel mehr Unterhalt, sonst ist eigentlich alles gleich. Und die Kataphrakte, Karake meine ich. Die Kataphrakte, die können wir noch nicht bauen, aber bald. So. Rekrutierung unbedingt. Nein, ein Priester brauchen wir noch nicht. Nö. Unbedingt dann einen Kaufmann herstellen. Und hier, könnten wir ja auch ein Rathaus. Hier können wir Kaufmänner ausbilden. So viele Einheiten brauchen wir niemals. Oh Gott, 260 Unterhalt.
da müssen wir ein paar Sachen auflösen. Die da unten ist ja nichts. Tun wir hier hin. Ach komm. Ich will sie reintun. So. Hier auflösen. Aber wieso sind die alle so super ausgebildet? Ja, sicher. Denen geht's nicht so gut. Die Städte sind überfüllt. Öffentliche Ordnung, Steuerstrafe, Aufruhr. Hier müssen wir auch ein paar auflösen, Bogenschützen. So, und ja, und hier oben scheint eine Rebellenstadt zu sein. Dann gehen wir mit der Armee und mit Prinz Alexander der Große. Oder was? Er hat auch das Bild vom Alexander der Großen. Okay. Dann nehmen wir den natürlich mit. Mit einer Einheit Bogenschützen. Zwei Einheiten hier und diese. Und wir können leider momentan nicht weitergehen. Oder nur ein paar Truppen. Aber ja, das können wir nächste Runde auch machen. Außer er kann sehr weit. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Naja, ist halt nicht so weit. Nein, ist egal. Okay, dann ist unsere Runde auch schon vorbei. Die erste Runde. Und wir können auch weiter. Okay, eine Braut. Eine Mission. Ja, in Ding. Ah, jetzt sehen wir auch, wo die Rebellensiedlung ist. Ja. Sehr schön. Lol. Wenn ihr das auch wünscht, ich diene euch nicht. Mist. Ich hab die zu hoch eingestellt, oder was? So viele Dinge wollte ich auch nicht. So viele Gegner. Einen weißen Tiger. Oh, es erscheinen überall so große Einheiten oder was. Da musste ich schon fast neu neu anfangen mit einer anderen. Mit einer anderen Einstellung. Wir könnten die Rebellen auch ausmachen. Also, dass sie keine Truppen erscheinen. Naja. Keine Feinde, nix. Okay, dann wiederhole ich die erste Runde. Und wenn das halt immer noch da ist, ja. Kann ich auch nichts machen. Dann können wir den gar nicht einnehmen. Okay, dann sehe ich euch gleich wieder und ja, bis gleich mit deiner anderen Einstellungen, also von den Rebellen. Bis gleich.